Bargeld rauben mit brutalen Mitteln. Boom mit Semtex. Er rappt darüber. Der Niederländer kennt die Szene. People that do plof crack have a long criminal record. It's not easy. It's like not an easy job. Like, oh, let's go blow up a bank machine and take the money and drive back to Holland with 280 kilometers an hour. Sie agieren hochprofessionell und sehr brutal. Flüchten meist mit PS-starken Autos über die Grenze. Da ist die Keimzelle des Bösen. Die Täter, die wir hier beobachten, die uns wirklich Sorgen bereiten, leben alle in Holland. In Deutschland explodieren fast täglich Geldautomaten. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wir sind hier angekommen, da schlugen die Flammen hier 4-5 Meter aus dem Fenster raus. Wenn unsere Kameraden ihn da nicht rausgeholt hätten, wäre die Familie höchstwahrscheinlich am Brandrauch gestorben. Sie kommen aus den Niederlanden, hundertfach. Warum ist Deutschland das Eldorado für EC-Bomber? I know a lot of people that have served for that for Plofkrake. We all know each other in the neighborhood. Some people, you know them, you grew up with them. I was on the streets. I was, you know, making my money on the streets. I was going to jail. That type of things. Hinter dem fetten Beat, den spaßigen Anspielungen steckt mehr, so der Rapper. Jaja kommt aus einem Viertel in Utrecht, das als sozialer Brennpunkt bekannt ist. It's only the music like saved me. If I wasn't in the studio every night working on my future, I'd probably been to Germany too. Hier vermuten Ermittler das Zentrum der EC-Bomber. Ein Netzwerk von mehreren hundert Personen. Like, and if you're in a narrow place and you don't have money, like, yeah, you do stupid things. And some people, they go to the street and steal a bike and make 200 euros. And other people, they try something else. And that's basically how it goes. Am Ende gehe es doch nur um eins. I think they do it for a reason, and it's about money. That's what makes the world go round. I don't think people go and take the risk of going to jail in Germany for 8 years or 10 years for fun. I think they do it for a reason, and even though it's like I don't condone criminality and violence, of course. Like I know people, like a lot of young children, look up at me, so. I don't condone it, but for myself, yeah, I don't know what the people's situation is. Like I said, people don't do it for fun and it's a high risk. Sie operieren in kleinen Gruppen. Zwei sprengen den Geldautomaten, rauben die Geldkassette, einer wartet mit laufendem Motor und dann rasen sie davon. Meist schlagen sie direkt an Autobahnen zu und, mal von Berlin abgesehen, je näher die Niederlande, desto mehr Sprengungen. Das Bundeskriminalamt schätzt, dass hinter 66% der EC-Anschläge in Deutschland organisierte Kriminelle aus den Niederlanden stecken. Wir reden sicherlich nicht über drei Heranwachsende, die mit 300 Stundenkilometern im Fluchtfahrzeug durch Nordrhein-Westfalen und das Bundesgebiet fahren, sondern hinter diesen Personen stellen wir Strukturen fest. Und wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir die Täter nicht festnehmen und diese Netzwerke wirklich austrocknen, dass da Straftäter heranreifen, heranwachsen, die uns in ganz Europa in Zukunft beschäftigen werden. Die Polizei erwischt sie selten. Bei einer deutsch-holländischen Großrazzia im September 2021 hatte sie Glück. Die Ermittler fanden Sprengequipment, Prepaid-Handys, Bargeld und das. Deutsche Geldautomaten. Nach Ansicht der Polizei bildeten die EC-Bomber hier den Nachwuchs aus, übten jeden Handgriff in einer Art Trainingscamp. Es ist ja so, dass man tatsächlich lernen muss, wie man Geldautomaten sprengt. Das geht nicht durch Mundpropaganda, sondern es ist wirklich wichtig, handpraktisch an diesen Automaten zu üben. Die Griffe müssen sitzen und die Täter haben eins, sie haben keine Zeit am Tatort. Nach der Großrazzia wurden auch mehrere Personen festgenommen. Unter ihnen Tarek B. Kein unbeschriebenes Blatt. Bereits 2016 musste er wegen einer EC-Automatensprengung in Haft. Kurz nach seiner Freilassung soll er sich 2020 an einer weiteren Sprengung im niedersächsischen Schüttdorf beteiligt haben. Wo
Um 0.15 Uhr war die Automatensprengung und dann haben die versucht, das Geld rauszuholen. Laut Aussagen der Polizei haben die wohl nicht die Gasflasche wieder zugedreht. Und wo dann die Tür wieder geöffnet wurde und Luft drankam, hat es eine Explosion mit Auslösung vorher, eine zweite Explosion gegeben. Und dann ist der Brand angefangen. Das Treppenhaus wirkt wie ein Kamin. Rauch dringt in die Wohnung der Zwarfings und einer weiteren Familie. Also für mich ist das versuchter fünffacher Mord. Das sind Menschen, die in Kauf nehmen, andere umzubringen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Wir sind hier angekommen, da schlugen die Flammen hier 4-5 Meter aus dem Fenster raus. Der ganze Innenstadtbereich war schwarz verqualmt, also kaum Sicht hier im Innenstadtbereich. Für die Familie war es extrem gefährlich, dadurch, dass der Rauch, dass wenn man im Schlaf nicht mitbekommt, dass der Rauch da ist und man dadurch einfach einschläft und nicht wieder wach wird. Wenn unsere Kameraden ihn da nicht rausgeholt hätten, wäre die Familie höchstwahrscheinlich am Brandrauch gestorben. Alles für eine Beute von 80.000 Euro, so unsere Recherchen. Tarek B. sitzt in Deutschland in Untersuchungshaft. Er will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Die Geldautomatensprengungen gehen weiter. 2021 waren es 392 Anschläge, also im Durchschnitt mehr als einer pro Tag. In den Niederlanden befindet sich die Keimzelle des Bösen. Dort wohnen die Straftäter, haben ihren Ankerpunkt und Lebensmittelpunkt. Von den Niederlanden aus planen sie die Straftaten. Und wenn sie Straftaten hier in Deutschland verübt haben, reisen sie oft sofort zurück in die Niederlande. Im Grenzgebiet kommt es deshalb immer wieder zu lebensgefährlichen Verfolgungsjagden. Die IC-Bomber flüchten gerade von einer Sprengung im nordrhein-westfälischen Schwelm. Was die Polizei nicht weiß, im Auto haben die Bomber ein Paket hochexplosiven Festsprengstoff. Oh, sorry, Foto gekracht! Die Verdächtigen fliehen trotz Warnschüssen. Mit einem Helikopter und Hunden werden sie später gefasst. An der Grenze zu den Niederlanden patrouillieren binationale Polizeiteams wie dieses. Als Team sind sie zuständig sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Jagen Kriminelle grenzübergreifend. Für den spielt die Grenze auch keine Rolle. Deswegen ist es wichtig, dass das für die Polizei eigentlich auch keine Rolle spielt. Im Visier hochmotorisierte Fahrzeuge. Das Auto als Waffe. Heißt, dass sie bei der Flucht vor der Polizei wenig Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer oder auch die eingesetzten Polizeibeamten nehmen und sich möglichst mit aller Gewalt einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollen. Oft rasen die EC-Bomber mit 300 Kilometern pro Stunde in Richtung Niederlande. Eiskaltes Kalkül. Denn die Polizei stoppt den Wagen nicht, wenn das Risiko zu groß ist. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit funktioniert aber nicht immer so reibungslos. Was wir leider feststellen müssen, ist, dass die Niederländer ihre Ressourcen im Bereich der Ermittlungsführung heruntergefahren haben. Das ist für uns in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland eine Katastrophe. Wir sind auf die Zusammenarbeit absolut angewiesen und es kann nicht sein, dass ein europäischer Staat, der eigentlich dieses Problem nach Deutschland exportiert, da, wo die Keimzelle wirklich zu vermuten und zu beobachten ist, sich dieser Strafverfolgung entzieht. Der Chef der niederländischen Polizeigewerkschaft teilt die Kritik seines deutschen Kollegen. Tatsächlich seien Ressourcen abgezogen worden, weil in den Niederlanden immer weniger Automaten gesprengt werden. Wenn the plofkraken are stopped in Holland, we stop with those teams. And this is the problem, what we have to learn, that the Dutch police and the German police, even when this activity is stopped in Holland, that it's not logical that it's also will stop in Germany. Even worse, they can go to Germany or Belgium and continue their activities over there. Das für die Ermittlungsressourcen verantwortliche Justizministerium äußert sich zu dem Vorwurf nur schriftlich. Die niederländische Polizei stellt einen starken Anstieg der Geldautomatensprengungen in Deutschland fest. Wir schenken diesem Umstand erhöhte Aufmerksamkeit. Erhöhte Aufmerksamkeit. Ob das reicht?
Es gibt noch ein anderes Problem mit den deutschen EC-Automaten. They go to Germany because it's easy, the older technology. And so it's not only the cooperation between the German and Dutch police, but also you have to exchange information about how to prevent this. Die Holländer bezahlen seltener mit Bargeld, brauchen weniger Automaten. Und die sind viel sicherer als in Deutschland. Dafür haben Sicherheitsfirmen wie McTwin Security gesorgt. Ja, und da sieht man das verklebte Geld. Dann haben wir diesen großen Block. Das kann man nicht voneinander holen. Das ist unumkehrbar und vollständig verklebt. Keiner akzeptiert dieses Geld. Also die Beute damit ist wertlos. Die EC-Bomber weichen aus. Auf die 60.000 deutschen Geldautomaten. Viele scheinen weniger gesichert. Und sie sind prall gefüllt. 500.000 Euro und mehr können nach unseren Recherchen darin sein. Vor kurzem entkamen EC-Bomber mit 300.000 Euro. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass in einem Geldautomaten gerade übers Wochenende über 300.000 Euro zu finden sind. Das geht über die Grundversorgung der Bevölkerung weit hinaus. Die Banken scheuen auch hier entsprechende Kosten, die Automaten abends zu leeren. Deswegen ist es nicht nachvollziehbar, dass wir tatsächlich so einen Tatanreiz schaffen. Wir konfrontieren den Bankenverband. Der teilt mit, die Geldinstitute würden erheblich in die Sicherheit der Geldautomaten investieren. Dafür werden Sicherheitskonzepte eingesetzt, die auf eine höchstmögliche Prävention und Vermeidung von Tatanreizen fokussieren. Deutschland. Das scheint die EC-Bomber jedoch wenig zu beeindrucken. In Deutschland machen sie weiter fette Beute. Rocky, where the fuck you been? Wie wichtig ist dir Bargeld eigentlich noch? Schreib es in die Kommentare und lass uns ein Abo da. Von Söldnern entführt. Eine weitere Recherche haben wir dir hier verlinkt.